Die Schweiz gilt als neuer Corona-Brennpunkt. Die Neuinfektionen steigen und dabei sind die Krankenhäuser schon völlig überlastet. Man sollte doch jetzt meinen, Zeit für einen Lockdown oder Ähnliches. Ja, aber falsch gedacht. Besonders im deutschsprachigen Raum der Schweiz gelten extrem lockere Maßnahmen. Aber wie konnte es zu diesen Zahlen kommen und wie ist der aktuelle Stand? Volle Bars und Restaurants trotz voller Intensivstationen. Fast 5000 aktuelle Corona-Neuinfektionen. Die Schweiz gilt als neuer Hotspot. Zum Vergleich, Deutschland meldet heute zwar fast 6-mal so viel, allerdings leben hier auch 10-mal mehr Einwohner. Während vergangene Woche in Deutschland pro 100.000 Einwohner 139 Neuinfektionen bekannt wurden, waren es nebenan 594,3. Dabei war die Schweiz im Mai diesen Jahres noch so optimistisch. Aber wir wissen jetzt auch, wie es geht. Wir können Corona. Doch jetzt sieht alles anders aus. Fast 4000 Menschen müssen derzeit wegen Covid-19 stationär behandelt werden. Und alle 876 Corona-Intensivbetten sind voll. Mittlerweile bitten Intensivmediziner besonders Corona-Risikopatienten, eine Patientenverfügung zu erstellen. In der vergangenen Woche mussten Ärzte bereits entscheiden, wer intensivmedizinisch versorgt wird und wer nicht. Der Kanton Wallis konnte als erster keine neuen Corona-Patienten mehr aufnehmen. Mittlerweile meldet die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin, dass kritische Patienten nicht nur in andere Kantone, sondern auch andere Länder verlegt werden müssen. Während die Krankenhäuser aus allen Nähten platzen, sieht es im Rest der Schweiz so aus. Masken, Abstand, zu Hause bleiben, nicht in der Schweiz. Wir haben einige Schweizer gefragt, wie sie das sehen. Die Maßnahmen in der Schweiz finde ich gar nicht so schlecht, weil wir haben doch Möglichkeiten, ein bisschen halt mehr als unsere Nachbarn in den anderen Ländern. Ich würde keine strengeren Maßnahmen unternehmen. Ich verstehe nicht, wie unvorsichtig man sein kann und auch verstehe ich nicht, warum die Schweiz kein einheitliches Konzept macht. Während manche um ihr Leben kämpfen, gehen die anderen essen und einkaufen. Wieso explodieren die Corona-Zahlen seit 5 Wochen so in der Schweiz? Die Maßnahmen wurden später als in anderen Ländern beschlossen und waren deutlich lockerer. Erst seit Ende Oktober gilt im ganzen Land eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Diskos müssen wieder schließen. Bars und Restaurants dürfen jedoch in der deutschsprachigen Schweiz weiterhin öffnen. Es gilt allerdings eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Bei Privatveranstaltungen sind höchstens 10 Personen erlaubt, bei öffentlichen maximal 50. Wird sich die Situation eventuell noch verschärfen? Also aktuell ist die Situation katastrophal in der Schweiz und sie unternimmt leider viel zu wenig, um die Situation zu verbessern. Was gemacht werden müsste, ist sicherlich ein Lockdown, mindestens in dem Ausmaß, wie wir den momentan in Deutschland haben. Ein weiteres Problem, die Maßnahmen unterscheiden sich von Kanton zu Kanton. Während in Genf die Friseure geschlossen haben, dürfen sie im benachbarten Kanton Waadt weiter Kunden bedienen. Die Folge, die Genfer fahren für einen Haarschnitt in die Waadt. Damit nicht genug. Ausgerechnet die korrekte Schweiz ist bei dem Thema Corona so gar nicht strafenfreudig. Trägt man in einem öffentlichen Verkehrsmittel keine Maske, muss man dieses verlassen. Das war's. Zum Vergleich, in Deutschland kann ein solcher Verstoß bis zu 500 Euro kosten. Die Schweiz ist gespalten. Die Covid-19 Taskforce, eine unabhängige wissenschaftliche Beratung, die die Schweizer Behörden in der Pandemie unterstützt, will Gastronomie, Theater und Museen schließen. Kasimir Platzer, Präsident von Gastro Suisse, findet das nicht sinnvoll. Erstens mal sagen wir, wir kritisieren die Maßnahmen, die getroffen werden, kritisieren wir im Grundsatz nicht. Nur wenn sie nicht konsequent sind. Also wenn im Restaurant 4 Leute an einem Tisch sitzen dürfen, aber zu Hause an privaten Anlässen 10 Leute ohne Schutzkonzept und ohne, dass man die Kontaktdaten aufnimmt, dann ist das für uns nicht ganz nachvollziehbar. Und man sollte sich auch noch ein Feierabendbier gönnen können. Auch Gastronom Ilja Schlegel und seine 25 Mitarbeiter sind auf eben dieses Feierabendbier angewiesen. Wir haben bis zu 40% weniger Umsatz. Das ist natürlich sehr einschneidend. Wir hoffen einfach auf ein baldiges Aufhören der Situation, weil das sind Existenzängste natürlich berechtigt. Persönlich findet der 28-Jährige die Maßnahmen zwar richtig, aber... Ich denke, gerade in unserem Beruf sind die Emotionen extrem wichtig. So ein Lächeln, das Gesicht spricht Bände.
Mittlerweile muss in der Gastronomie eine Maske getragen werden. Allerdings sind die Schweizer nicht die einzigen, die sich in Bars und Restaurants tummeln. Aus den deutschen Grenzregionen kommen viele Leute, um das öffentliche Leben in der Schweiz zu genießen. Man kann nur weiter an die Menschen appellieren, verantwortungsbewusst zu handeln, um so die Pandemie zu bewältigen. Volle Bars wünschen sich wohl alle wieder, volle Krankenhäuser jedoch nicht.